Ladies and Gentlemen, wir haben Lockpicking Stufe 2 gelernt und damit herzlich willkommen zurück zu Thieves Simulator 2. So, mit diesem Stufe 2 Lockpicking können wir eine ganze Menge anfangen. Unsere nächste Quest ist eigentlich, lass dich von der Polizei schnappen und gehe in den Knast, also wieder freiwillig in den Knast. Das machen wir jetzt aber noch nicht, denn ich möchte erstmal gerne versuchen, hier die ersten Häuser abzuschließen. Oder zumindest die Beute einzusammeln, die es da noch gibt. Und zwar in der 103 gab es noch einen Tresor, glaube ich. Also Tresor. Tresorknacken ist ja quasi eine eigene Fähigkeit, die man noch lernen muss. Aber ich meine, bei diesem, da stand irgendwie Lockpicking Stufe 2 dran. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Also nochmal in die 103. Ich glaube, in der Polizeistation wird es nämlich ziemlich knifflig. So, wie sieht es denn gerade in der 103 überhaupt aus? Sind wir... Der schläft gerade. Auf jeden Fall bis 3 Uhr. Ich dachte, der schläft. Jetzt aber. Okay. Also... Ah, und ich glaube, das, was wir knacken wollen, das ist sogar, ja, steht sogar im Schlafzimmer, das ist doof. Das ist doof. Dann lass uns mal kurz überlegen, wo hatten wir denn noch Lockpicking Stufe 2? Lokaler Schrottplatz, da war, glaube ich, auch was. Außerhalb des Hauses, das ist gerade komplett leer. Also, Händler. Wo ist der Schrottplatz nochmal? Fahren wir hier mit Auto hin. So. Hier war nämlich der Schrottplatz. Bis wie viel Uhr ist da frei, ist die Frage. Bis 3 Uhr. Da müssen wir uns jetzt aber beeilen. Kamera aktivieren. Deaktivieren meine ich natürlich. Nicht aktivieren. So, was gibt es hier so? Da ist was Wertvolles. Kopfhörer in einem Metallschrank. Okay. Schlossknacken Stufe 2. So, wie ging das jetzt noch? Okay, das läuft doch. Sehr gut. High-End-Kopfhörer. 30 Erfahrungspunkte gibt es dafür. So, was haben wir hier noch? Ein Wein, natürlich, im Badezimmer. Falls man sich, während man unter der Dusche steht oder auf dem Pott sitzt, mal schön einen reinballern will, ne? Man kennt's. So, haben wir hier noch irgendwas? Bargeld. TV-Lautsprecher kann man auch immer gebrauchen. Funkgerät. Ich glaube, der Schrottplatz ist eigentlich ganz gut. Da kann man tatsächlich ein bisschen Geld kriegen. So, was ist das? Wieder der Sicherungskasten, ne? Oh, und jetzt ist es ja auch schon 2:30. Dann sollten wir uns mal vom Acker machen. Beine in die Hand nehmen und tschüss. Was ist das? Ist das nur vom Tor? Ja, okay. So. Gut. Beute haben wir jetzt immerhin 3 von 3. Mission, das kommt wahrscheinlich dann noch irgendwann, wenn man die Quests weitermacht.
Der, wann ist der denn aus dem Haus? Was der gleich macht, ist unbekannt. Das sollte mich vielleicht auch nochmal in Erfahrung bringen. 105. Da haben wir auch noch zwei Beutedinger, die wir noch nicht haben. Da brauchte man auch einmal Lockpicking Stufe 2 irgendwo. Der schläft jetzt noch bis 6 Uhr. Können wir da auch noch mal eben reingehen? Ich hoffe, die da hinten sehen uns jetzt nicht. Schnell, schnell. So, wir werfen wie immer kurz einen Blick in die Kasse. Ja, und das Geld nehmen wir natürlich auch mit, was da drin liegt. So, hier braucht man Lockpicking Stufe 2. Auch, genau. Man kann die Tür sogar wieder verriegeln. Eine akustische Gitarre. Aber jetzt ist natürlich unser Rucksack voll. Das ist natürlich schade. Günstiges Radio. Ach, hier kommt man wieder zur Treppe, oder? Ich glaube, das hat gerade gar nichts gebracht. Nee. Schade. Bargeld. Gut, aber wenn unser Rucksack eh voll ist, dann macht das ja eigentlich keinen Sinn, hier jetzt sich noch weiter umzugucken. Wie sieht das jetzt beutemäßig aus? 1 von 2, akustische Gitarre, ja. Beutetipps haben wir. Die könnten wir eigentlich auch kaufen. Da, wo wir sie noch nicht haben. Dann machen wir das mal eben. Wir fahren nach Hause, leeren unseren Rucksack und holen uns auch so ein paar Beutetipps noch. Ins Versteck. Alles rein in den Schrank. Und nein, jetzt habe ich meine Drohne auch da reingetan. Die nehmen wir natürlich wieder mit. Schlüssel haben wir auch noch einige. Zu 101, 107. Geheimfach von 110. Drohne nehmen wir wieder mit. Zu 103. Okay. Also. Wir sparen natürlich weiter. Ihre Brieftasche 890. Kontosaldo 2140. So krumm. Wie viel habe ich denn letztes Mal eingezahlt? Normalerweise habe ich so einen inneren Monk, der immer gerade Zahlen haben will. Aber ich bin jetzt auch zu blöd, hier 460 einzustellen. Also was soll's. Was wollte ich jetzt machen? Beutetipps kaufen. Und zwar 101. Wo steigen wir meistens? 103. Da wollten wir auch noch rein. Komm, die holen wir uns alle. 105, da auch die Beutetipps, genau. 106, 107 erstmal noch nicht, glaube ich. Und zur Polizeistation 116 hatten wir im letzten Part schon alles geholt. So, dann gucken wir jetzt nochmal. 103 Beute. Eine Kamera im Safe des Schlafzimmers. Ich hoffe, den können wir knacken mit Lockpicking Stufe 2. Du kannst über eine Leiter im Hintergarten eintreten. Im Inneren befindet sich ein Netzschalter, schaltet die Kameras aus. Im Garten ist eine Kamera, okay. Und 104, achso, ja, da hatten wir jetzt alles. 105, oben ist noch ein Staubsauger. Wo ist denn der Staubsauger? Wir waren doch schon mehrmals oben. Aber in dem Fall dann wahrscheinlich im Schlafzimmer. Ich glaube, da haben wir uns noch nicht so doll umgeguckt. In der 105. Wo fährst du denn lang? Wo hast du denn einen Führerschein gemacht, ey? So, was...
sagten jetzt die 105 gerade? Notizen, 105. Ah, der steht gleich auf. Und macht eigentlich erst Sinn, dann gegen 23 Uhr da wieder einzusteigen. Lokaler Schrottplatz, da haben wir im Moment nichts. Und der ist um 17 Uhr außerhalb des Hauses. Was macht der jetzt gerade? Das können wir mal eben in Erfahrung bringen. Und ich glaube, bevor wir hier dann zu viel rumeiern, lassen wir uns doch mal festnehmen, um die Hauptquest weiterzumachen. Wo ist der denn jetzt? Hier. Was genau macht der da? Stopp, ich will nicht rüber. Ich habe gesagt, ich will nicht rüber. Ich dachte, man kann nur quasi auf die Leiter rauf. Passe ich da durch oder bin ich zu dick? Ich passe da durch. Puh. Welches ist da? Achso, das ist 102. Hier sind wir safe. Kann ich hier eigentlich auch rüber? Ja, wenn ich Beweglichkeitsstufe 1 habe, okay. Was ich auch nochmal ausprobieren könnte jetzt wäre... Gucken, ob ich... Kann ich mit der Drohne auch so Mieterroutinen erkennen? Wo ist der denn da? Okay. Sehr gut. Was haben wir da jetzt? Ist in der Küche, im Garten, im Flur. Okay, perfekt. Dann haben wir das auch fast vollständig. Dann würde ich sagen, lassen wir uns mal von der Polizei schnappen, wa? Damit wir in der Hauptquest auch vorankommen. Und wie machen wir das? Hör auf, da so rumzustöhnen. Einfach so eine Tür aufknacken, während die Leute da sind. Der macht ja gar nichts. Wieso ruft er nicht die Polizei? Lässt sich beklauen? Da. Wir haben jetzt übrigens $264 dabei. Mal gucken, wenn wir gleich verhaftet wurden, wie viel wir dann noch haben. Wie die immer direkt mit dem Taser ankommen, ey. Die sind ja verrückt. Also, gehen wir ins Gefängnis. Auto kann man sogar anpassen später. Das ist natürlich auch nice. Kann ich den nicht markieren? 8 bis 9 ist der da. Befreie die Helferin aus ihrer Zelle. Das ist die da. Okay. Aber wenn der jetzt nur eine Stunde da ist, dann mal gucken, wo er gleich hingeht. Hm. Da ist eine Kamera. Drohne können wir jetzt natürlich nicht benutzen, um die Kameras zu deaktivieren. Aber das Kamerasicherheitspanel befindet sich im Konferenzraum. Wo auch immer der ist. So gut kenne ich mich hier nicht aus. Es ist übrigens 9 Uhr. Was machst du denn da jetzt noch so lange? Ich kann ja jetzt auch nicht aus der Zelle raus, wenn der da sitzt, oder? Der ist oben. Aber, hä? Der müsste doch jetzt schon... längst weg sein, oder bin ich bekloppt? Erdgeschoss, sitzend. In den Konferenzraum müssen wir übrigens so oder so. Der Schlüssel zur Ausgangstür befindet sich im Konferenzraum. Es gibt drei Ausgangstüren.
Und für die ist ein Schlüssel erforderlich. Also müssen wir irgendwie in den Konferenzraum kommen. Okay, jetzt. Jetzt oder nie. Gut, dass die mir meine Dietriche nicht abgenommen haben, als sie mich eingebuchtet haben. So. Oh my goodness. Ja, jetzt sei ruhig und komm mit. Ich weiß zwar nicht, wo wir hin müssen, aber... Okay. Das Kamerasicherheitspanel befindet sich im Konferenzraum. Zwei Polizisten und zwei Sicherheitsleute, alle bewaffnet. Ich würde mal sagen, so Sachen mitgehen lassen ist hier gerade gar nicht so wichtig. Sondern wir müssen eher mal den Konferenzraum finden. Da ist eine Kamera, die sich sogar bewegt. Schnell, 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 schnell. So. Wo ist der Konferenzraum, ist die Frage. Ist das hier ein Konferenzraum? Das ist doch ein Konferenzraum, oder nicht? Natürlich nicht. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch einen Mac mitnehmen. Nee, das ist ein ganz normales Büro. Okay. Aufregend hier. Natürlich ist der Konferenzraum bestimmt im ersten OG, wo gerade alle Polizisten sind. Da ist der Security. Oder einer der Security-Leute. Die bleiben dann aha. Ja... Was? Was, aha? Okay, ich dachte, der Security bleibt da stehen, aber wohl nicht. Und um 13 Uhr kommt er wieder hier rüber, oder was? Oh. Wo ist der Konferenzraum? Das ist auch nur ein Büro. Aha. Hör auf mit diesem Aha, sonst verrätst du uns gleich noch. Okay. Boah, ist das aufregend hier. Ich schätze, dass... Etage 1 Büro. Wo ist der verdammte Konferenzraum? Dann ist der da hinten durch, oder was? Der geht gleich um 13 Uhr darüber. Verstecken wir uns mal kurz, bis er sich wieder bewegt. Jetzt müsste er losgehen, genau. Alright. Sei ruhig jetzt. Und der Security, was macht der jetzt? Ist der jetzt da? Ja, oh nein. Können wir da jetzt vorbei oder erwischt er uns dann? Ich weiß es nicht. Was macht er jetzt? Er kommt. Vorsicht. Boah. Das schaffe ich doch nie. Hier ist der Konferenzraum, okay. Natürlich. Der geht dann gleich um 14 Uhr darüber. Also jetzt. Okay.
Der geht um 14 Uhr auch weg. Und der... ist jetzt da. Ist das im Konferenzraum? Im Chefbüro, aber der guckt hier zur Tür. Na geil. Dann wird das nichts, oder? Stop it now. Nein, war klar. Puh, wie kommt man jetzt am besten in den Konferenzraum? Ist die Frage. Oh, da ist der Security. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, wie ich in den Konferenzraum kommen soll. Um 16 Uhr ist der im Lager. Um 15 Uhr ist der Konferenzraum belegt. Arbeitszimmer. Ich habe keine Ahnung. Der ist jetzt da hinten irgendwo. Was ist mit dem? Der ist jetzt wieder im Konferenzraum. Oh, geil. Er kommt um 16 Uhr. Um 17 Uhr verlässt er das Haus. Um 16 Uhr. Toilette, erste Etage, das ist, glaube ich, da. Also, der werden wir hier nicht gesehen. Warten wir mal eben. Bis, die Frage ist, bis wann? Um 17 Uhr kommt ja der nächste schon wieder. Boah, ey. Das ist tricky. Das haben sie tricky gemacht. Wahrscheinlich stelle ich mich auch nur wieder an. Aha. Wenn der eine gleich hier auf Toilette ist, vielleicht macht der ja die Tür zu. Aha. Nein, der steht jetzt um 16 Uhr echt da auf dem Flur. Hey, wie soll das denn gehen? Wie macht man es am klügsten? Dreh dich jetzt bloß nicht um. Natürlich, der sitzt mit offener... Nee. Wo guckt der gerade hin? Gott. Dreh dich um. Unbelievable. Dreh dich um. Schnell runter. Okay. Wo ist eine Ausgangstür? Da hinten. Ja klar, ich bin hier im Keller jetzt, oder was? Okay. Da oben ist auch eine Ausgangstür. Vielleicht kommen wir da am einfachsten hin. Komm schon, jawohl. Oh, Prison Break, Escape Jail. Boah, ey. Puh, das war nicht ohne. You're a godsend, really. As a way to say thanks, she's gonna steal with you if you call her up. She might help you in many ways. So, to work my magic, I need a briefcase from 108. It contains info about Lombardi's rivals. If we send it to the Lombardi's boss, he might rethink killing you. Hell, he might even think you're useful now. What a way to turn things around. Get me that briefcase pronto. Okay, stiehl eine Aktentasche aus 108 und schicke sie per Black Bay ab. Dazu holen wir uns natürlich erstmal die Rob-Tipps aus 108. So, Andersons. Informationen über die Sicherheitssysteme nehmen wir wie immer mit. Zur Mieterroutine $150, Alter.
Dann muss ich ja Geld von der Bank abheben und da zieht der das automatisch von der Bank ab. Echt jetzt? Puh, okay. Also, heben wir ein bisschen Geld ab. Rob-Tipps. Angaben zur Beute, wenn wir schon dabei sind, nehmen wir direkt mit. Und jetzt sind wir auch wieder pleite. Der Mieter ist bewaffnet, okay, interessant. Wir haben übrigens noch ein neues Tutorial, Mitarbeiterin. Um deine Helferin einzuladen, musst du dein Telefon nehmen und die richtige Taste drücken. Sie wird in Kürze eintreffen. Du kannst sie damit beauftragen, bestimmte Dinge zu tun, wie beispielsweise ein Schloss zu knacken, Anwohner zu markieren oder einen schweren Gegenstand zu deinem Auto zu tragen. Deine Helferin kostet $100. Natürlich, die lässt sich gut bezahlen, wa? So, aber wir haben auch eine Menge aus der Polizeistation mitgenommen. Oder was heißt eine Menge, aber ein bisschen. Projektor, Tischlüfter. So, dann gucken wir nochmal eben ganz kurz bei Black Bay rein, ob wir irgendein Set vollständig haben. Jo, WLAN-Adapter und Router, weg damit. Okay. Gut. Also dann. Wir gucken uns mal ganz kurz die 108 an. Was haben wir dazu? Für diese zwei kleinen Routinen habe ich so viel Geld bezahlt? Der Mann ist zwischen 4 und 5 Uhr und 20 bis 21 Uhr außer Haus. Der Schlüssel zum Keller ist oben, das Fenster im Obergeschoss ist offen, der Mieter ist bewaffnet. Okay, zwischen 4 und 5 und 20 und 21 Uhr ist er außer Haus. Fahren wir jetzt mal zur Madison Street, ist er gleich 20 Uhr. So. 108 war es, ne? Glaube ich. Wo ist die 108? Ja, ist 106. 107. Achso, ja, wahrscheinlich da, wo das gelbe S ist, ne? Denke ich mal. Parken wir mal ganz unauffällig hier in der Kurve auf dem Bürgersteig. Okay, wenn er gleich das Haus verlässt, ganz da hinten ist. Und um 22 Uhr geht er dann schlafen. Ist jetzt nur eine Stunde weg, das ist natürlich nicht lang. So, also. Schlossknacken Stufe 2 wieder erforderlich. Müssen uns jetzt natürlich ranhalten.